Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute habe ich wieder einen Podcast für euch aus der Reihe Erfahrungsberichte und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Margarete ins Gespräch gehe zum Thema spätes Mutterglück, bewusste Entscheidung für ein Kind mit über 40. Denn Margarete war das erste Mal mit 39 Jahren schwanger und ich möchte natürlich wissen, welche Vorteile hat das in Anführungszeichen späte Mutterglück und gibt es vielleicht auch Nachteile und wenn ja, welche sind das? Und was mich natürlich noch brennend interessiert ist, wie hat denn eigentlich der Freundes- und Bekanntenkreis auf das späte Mutterglück reagiert? Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von Anfang an dabei. Heute wieder aus der Reihe der Erfahrungsberichte habe ich die liebe Margarete bei mir. Hallo Margarete. Hallo Emmy. Und wir beide wollen uns ja heute über das Thema unterhalten, eine bewusste Entscheidung für ein Kind mit über 40. Und da berichtest du mir dann von deinen Erfahrungen. Da freue ich mich ganz doll, dass wir beide darüber heute ins Gespräch gehen. Und bevor wir jetzt einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden vorstellst. Ja, sehr gerne, Emmy. Also mein Name ist Margarete. Ich lebe hier mit meiner Familie in Brüssel. Schon seit 2007 bin ich in Brüssel, arbeite im Digitalbereich und habe mit meinem Mann zwei Kinder im Alter von 4,5 Jahren und 9 Monaten. Dazu kommt auch eine Tochter aus der Beziehung von meinem Mann, die er früher hatte. Also wir sind 5 Personen in der Familie und ja, wir leben hier in Brüssel und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und etwas berichten kann, wie das so ist mit 3 Kindern und über 40. Also eine ganz tolle Patchwork-Familie höre ich da auch raus, was natürlich auch nochmal ein spannendes Thema ist. Und du hast dich ja damals bewusst dafür entschieden, später Kinder zu bekommen. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du uns vielleicht am Anfang erstmal so einen chronologischen Überblick gibst über deine Schwangerschaften. Ja, also man muss auch dazu sagen, ich habe meinen jetzigen Mann auch sehr spät kennengelernt. Ich war davor in einer Beziehung, aber habe das Kinderthema immer wieder so ein bisschen vor mich hingeschoben. Wahrscheinlich auch intuitiv, weil ich spürte, dass das auch nicht der richtige Mann für mich ist. Und wie ich dann meinen Mann kennengelernt habe in der Arbeit, habe ich gemerkt, das ist wirklich der Mann, mit dem ich mir auch vorstellen kann, eine Familie zu haben. Und das ging dann alles sehr schnell. Wir haben uns im Oktober 2016 kennengelernt und im März 2017 war ich schwanger und im Dezember kam dann auch meine Tochter zur Welt 2017 und ja, da war schon mal alles super happy und wir freuten uns sehr und dann habe ich mir gedacht, okay, für ein zweites Kind, also da warten wir lieber, das ist doch auch ein bisschen anstrengend, dann sicher nicht die ersten 2 Jahre, also ich wollte auf jeden Fall 2 Kinder im Wickelalter vermeiden. Und dann kam Corona, es kam der Lockdown und ich habe angefangen, so Kinderkleidung auszusortieren. Und mein Mann sagte dann so, aha, geben wir jetzt die Kinderkleidung weg? Und ich so, naja, wollten wir noch eins oder nicht? Und wir haben dann so gescherzt und gesagt, naja, eigentlich könnten wir noch ein zweites Kind haben. Und haben uns dann auch entschlossen, es nochmal zu probieren. Und dann wurde ich wieder schwanger im Mai 2020. Und dann wurde aber im August leider von meinem Frauenarzt ein genetischer Defekt festgestellt beim Kind. Und wir haben uns dann, und alle Ärzte haben uns empfohlen, hier eine Abtreibung vorzunehmen. Und wir haben uns dann auch schweren Herzens Ende August dazu entschieden, das zu tun. Und danach war das so, dass wir dadurch, dass wir wirklich auch sehr, sehr gut begleitet worden sind im Krankenhaus, haben wir uns überlegt, ja, also eigentlich steht nichts im Wege, dass wir es nochmal versuchen, weil die Chance, also die statistische Chance, dass uns das jetzt noch einmal passiert, ist wirklich sehr, sehr, sehr gering und haben das dann auch so getan. Und im Jänner 2021 war ich dann wieder schwanger und 9 Monate später war unser kleiner Sohn da und jetzt ist die Familie komplett. Und wir freuen uns an unseren 3 Kindern. Du hast gerade gesagt, ihr habt
dann schweren Herzens euch für die Abtreibung entschieden. Ich muss aber auch sagen, ich finde das immer ganz, ganz mutig, wenn Frauen sich dagegen entscheiden. Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, die schwer ist, definitiv. Aber das ist natürlich auch eine Entscheidung, die das Leben mitträgt. Wenn man jetzt ein Kind mit einer Behinderung bekommt oder mit einer Einschränkung, ist das natürlich was, was einen das ganze Leben lang begleitet. Und deshalb finde ich das auch sehr, sehr mutig, wenn man sich dann dagegen entscheidet. Ja, ganz genau. Also es ist natürlich, dieses Thema ist so komplex und so schwierig, aber für uns stand in erster Linie unsere Familie, die wir schon hatten, und zwei Kinder eigentlich fast zu beschützen und das Glück, das wir hatten, mit diesen Kindern zu schützen, und wussten auch, dass wir da nicht bereit dazu wären. Aber ich muss schon auch sagen, dass da wirklich sehr viel Empathie auch im System war hier in Belgien und wir auch wirklich sehr gut begleitet worden sind und ich nicht danach das Gefühl hatte, dass ich da irgendwie ein Trauma erlebt habe. Also das ist schon auch wichtig, wie man durch so eine schwere Krise dann auch begleitet wird. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass es so gut geklappt hat und wir dann trotzdem auch positiv waren und gesagt haben, ja, jetzt versuchen wir das einfach nochmal. Und wie gesagt, statistisch gesehen ist das wirklich minimal, dass das nochmal, so ein genetischer Defekt entsteht beim Kind, auch in einer späteren Schwangerschaft. Ja. Und das hat sich Gott sei Dank auch bewahrheitet. Da hast du ja jetzt auch schon ein paar Dinge angesprochen, nämlich es ist ja so, ich habe das jetzt vorhin auch gerade nochmal nachgelesen, dass man sogar in Deutschland, ich weiß es nicht, wie es in Belgien ist, ab 35 sogar schon als Risikoschwangere gilt. Mhm. Und es birgt so ein paar gesundheitliche Risiken. Wenn man sich später für entscheidet, hast du darüber vorher nachgedacht? Absolut nicht. Also ich bin auch grundsätzlich eher so ein intuitiver Typ, der nicht immer alle möglichen Risiken zu antizipieren, sondern ich versuche da eigentlich immer so mit dem Gefühl und in die Sachen reinzugehen und wie sich's für mich anfühlt, gerade beim Thema Schwangerschaft. Und ich muss auch sagen, es ist auch hier vielleicht auch von meinem Frauenarzt, ich habe ihm sogar die Frage gestellt, ganz am Anfang, ob ich jetzt eine Risikoschwangere bin, und er hat mich nur so angeschaut, nein, Sie sind gesund, Sie sind sportlich. Also der hat das auch gleich dieses Thema vom Tisch weggestellt. Und ja, es kam auch nicht so wirklich auf. Also es gibt so viele verschiedene andere Faktoren, die auch die Schwangerschaft beeinflussen. Das ist nicht nur das Alter. Und ich habe dann auch bewusst nicht angefangen, mich da irgendwie auf Google irgendwo was zu recherchieren und nachzuschauen, weil mich das eigentlich immer sehr verärgert hat. Ich kann mich erinnern, einmal war ich auf seiner Seite und da ist gestanden, im 7. Monat, Sie müssen sich jetzt fühlen wie eine ungelenkige, dicke, watschelnde Ente. Und ich habe mich nur gedacht, was erzählt er da? Ich fühle mich wie eine Sexgöttin, ich fühle mich wunderbar und ich habe zu viel Energie, mir geht's gut. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, es wird doch oft immer versucht, einen so runterzudrücken. Und ich habe mich einfach wunderbar gefühlt. Ich habe weiter den Sport gemacht, ich habe weiter Berge bestiegen. Und das Alter war einfach für mich immer sekundär. Und vor allem, weil auch mein Frauenarzt mir so den Freibrief gegeben hat, ich kann alles weiterhin machen und ja, auch mir nie das Gefühl vermittelt hat, ich muss jetzt auf irgendetwas besonders Acht geben. Das hört sich total großartig an, wenn du das so erzählst. Und ich glaube auch, dass unser Mindset da so eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wie du gerade gesagt hast, du bist immer so positiv gestimmt. Das spielt da ja alles auch in so eine Schwangerschaft mit rein. Wie gehe ich dem Ganzen entgegen? Wie bin ich eingestellt? Und das hört sich ja bei dir wirklich sehr, sehr positiv an und immer nach vorne schauend. Da hast du ja auch im Vorfeld schon gesagt, das Mindset, Stress und Ernährung ist natürlich auch was, wo wir so ein bisschen drauf achten müssen. Und wenn das stimmt und wir gesund sind und mitten im Leben stehen, wo sollte das Risiko dann herkommen? Ja, also es gibt natürlich bei allem, was man macht, also ob das jetzt Schwangerschaften sind oder im Beruf, in unserer Freizeit, es gibt immer ein Risiko und es gibt immer auch ein Restrisiko. Und wir können das auch mit allen möglichen Recherchen und wenn wir uns auch noch so gut vorbereiten, nie dieses Restrisiko verhindern. Und deswegen war auch einfach so meine Devise, ich genieße das jetzt total. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ja meine einzige Schwangerschaft, vielleicht auch nicht. Und ich habe das einfach total genossen, habe mich da eingekleidet mit tollen Schwangerschaftskleidern und allem Möglichen, habe das wirklich genossen und hatte natürlich auch das Glück, muss man dazu sagen, dass bei mir einfach alles sehr komplikationslos ablief. Ja, also ich hatte keinerlei Beschwerden,
Also diese typischen Schwangerschaftsbeschwerden in den ersten 3 Monaten. Mir ging es einfach fantastisch. Und ich habe mich immer auch sehr gesund ernährt und habe nicht geraucht, aber ja, und war einfach auch positiv eingestellt und muss auch sagen, ich hatte einfach das Glück, dass ich keine Beschwerden hatte. Also ich möchte damit nicht sagen, dass wenn man sich gesund ernährt, dann keine Schwangerschaftsbeschwerden hat. Ja, also so schaut die Kausalität auch wieder nicht aus. Aber in meinem Fall war es einfach so, dass ja ich mir auch keine Gedanken machen musste, weil einfach alles gut ging. Genau. Und wie waren die Geburten? Waren die auch so reibungslos? Ja, also meine Geburten, alle beide waren extrem zügig. Bei meiner Tochter, ich habe es gerade ins Krankenhaus geschafft und dann ging es auch schon los und nach, glaube ich, 2-3 Stunden war sie auch schon da. Boah, du Glückspilz. Ja, und bei meinem Sohn war das innerhalb von 24 Minuten. Was? Ja, da hatte ich schon Angst, dass ich im Auto gebären werde. Und ich habe mir nur gedacht, ach nein, das kann doch nicht sein, dass wir es jetzt beim zweiten Mal wieder irgendwie fast absäumt haben, so da die Zeichen zu lesen. Und ich hatte noch Angst, dass mich das Krankenhaus zurückschicken wird. Und dann im Auto merkte ich, oh, okay, drück aufs Gas, wir müssen fahren. Und wir haben noch den Parkschein am Parkplatz vom Krankenhaus. Und 24 Minuten später exakt war dann unser kleiner Patrick da. Ja. Boah. Das ging aber wirklich schnell. Der hat es eilig gehabt. Der hat es sehr, sehr eilig gehabt, genau. Also anscheinend ist das bei mir auch irgendwie so, dass dann die Wehen sofort einsetzen und beide Kinder ja es recht eilig hatten. Die wollten auf jeden Fall schnell zu euch. Und jetzt hast du zu Beginn gesagt, dass du und dein Mann, ihr habt euch relativ spät kennengelernt, aber denkst du, dass es trotzdem Vorteile gibt einer spät gewählten Schwangerschaft oder dem spät gewählten Sein als Mutter? Ja, ich hab drüber nachgedacht. Es gibt vielleicht Vorteile, dass man doch ein bisschen gefestigter ist im Leben, ein bisschen gesettelter. Also es bringt einem nicht so schnell aus der Ruhe und man kann wahrscheinlich auch besser mit Stress umgehen, wenn man einfach vielen verschiedenen Situationen im Leben schon ausgesetzt war, wo es Stress gab, einfach aufgrund des Alters, ja, würde ich einfach mal sagen. Und das würde ich schon mal als Vorteil sehen. Aber das ist immer ganz individuell, auch wo man gerade im Leben steht, wo man im Beruf steht. Bei mir war es so, obwohl ich glaube, wenn ich meinen Mann 10 Jahre früher kennengelernt hätte, dann hätte es auch viel mehr Vorteile gegeben. Nämlich erstens, man merkt ja erst dann, wenn man Kinder hat, wie wichtig Zeit ist und wie wichtig es ist, sich gut zu organisieren. Und dieser Aha-Moment ist dann leider schon etwas zu spät, wenn man älter ist und man denkt sich, ach, all diese Sachen, die ich hätte machen können oder schneller machen hätte können oder wo ich einfach so viel Zeit hatte und das war mir einfach nicht so bewusst. Und da finde ich es fast schade, dass ich erst so spät Kinder bekommen habe, weil ich merke, dass ich einfach so viel mehr weiterbringe, auch kreativ und alle möglichen Sachen, auch im Beruf. Und vorher habe ich mir einfach so Zeit gelassen und ja, das ist ein bisschen ein Nachteil, ne? Und das Zweite natürlich, muss ich schon auch sagen, also gerade mit meiner zweiten Schwangerschaft habe ich das auch gespürt oder beziehungsweise der dritten, man hat dann doch ein bisschen weniger Energie, ja? Also gerade die kurzen Nächte, also man braucht einfach viel mehr Regeneration als Zeit, da sehe ich wirklich einen großen Unterschied. Bei meiner Tochter, wie ich da ja herumgeradelt bin und bei meinem Sohn habe ich viel geschlafen. Und er ist aber dadurch auch sehr ruhig und entspannt und meine Tochter ist sehr aktiv. Also vielleicht hängt das auch damit zusammen. Aber man hat doch weniger Energie. Also das kann ich schon auch sagen, ja. Und es wird alles ein bisschen anstrengender. Ja, aber muss ich dann noch umso besser organisieren, damit das alles hinhaut. Aber ich glaube, das mit der psychischen Stärke und Gelassenheit, was du am Anfang angesprochen hast, ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Durch die Lebenserfahrung, die man einfach schon mehr gemacht hat, ist man einfach ein bisschen ruhiger, sieht Dinge ein bisschen gelassener. Und ich glaube, da ist man einfach im Vorteil den jüngeren Müttern gegenüber. Würdest du das auch so sehen? Ja, ich glaube schon. Also es ist immer auch so Typsache. Also es gibt ältere Frauen, die auch noch so alles genau planen müssen und sehr unsicher sind, wie bestimmte Dinge sich vielleicht herausstellen. Also es ist wirklich Typsache, wie man an die Dinge herangeht, ob jetzt in der Schwangerschaft oder auch generell im Leben. Und ich bemerke ein bisschen bei der jüngeren Generation, dass da ein bisschen mehr Unsicherheit ist bei allen Dingen, ja, dass man sich nicht so spontan mal auf die Dinge einlässt, sondern alles vorher genau
abchecken möchte, welche Konsequenzen das mit sich bringt, was ja prinzipiell gut ist. Aber gerade bei so Themen wie Schwangerschaft finde ich es total schön, sich auf was einzulassen, was man eben nicht kontrollieren kann. Ja? Also ich fand das extrem interessant, auch so fast so, ich habe da meinen Körper fast so wissenschaftlich irgendwie betrachtet, was sich da so ändert und was eben nicht mit meinem Willen zu tun hat. Ja? Und das finde ich irgendwie sehr toll, dass es Bereiche gibt in unserem Leben, die wir einfach nicht kontrollieren können. Und ich weiß auch nicht, wann das Kind kommt. Ich kann das mit bestem Willen nicht steuern. Ja? Das wird einfach kommen, wann es will. Und diesen Bereich in seinem Leben zu haben, so einen Moment, wo man gar keinen Einfluss drauf hat und sich einfach dem so hingibt, das finde ich spannend. Aber da muss man eben auch der Typ sein, der sowas auch zulässt. Und da gibt's Frauen, die vielleicht da mehr mit dem zurechtkommen und solche, denen das vielleicht auch ein bisschen mehr Angst bereitet, ja. Und da ist es wahrscheinlich egal, ob man 20, 30 oder 40 ist. Ja, glaube ich schon. Ich glaube, das macht dann nicht mehr so einen großen Unterschied. Genau. Ja, Nachteile haben wir ja schon drüber gesprochen, dass du vielleicht jetzt nicht mehr so die Kraftreserven hast wie früher. Aber gibt es noch irgendwie andere Nachteile? Ja, sicherlich. Also wir haben jetzt auch nicht so viele Freunde mit kleinen Kindern. Wir haben einige, glücklicherweise. Also gerade, ich weiß nicht, in Brüssel, wenn ich manchmal auf den Spielplatz gehe am Sonntagnachmittag, denke ich mir, alles Paare über 40. Also da haben wir doch noch Glück. Aber das sind jetzt die Ausnahmen. Also die Mehrheit meiner Freunde hat auch schon viel ältere Kinder. Und da ist es klar, dass man jetzt auch nicht mit den Familien unbedingt was unternimmt, weil einfach die Interessen andere sind, ja. Man hat weniger Energie, man hat weniger Kraft. Und natürlich überlege ich mir auch und denke ich dran, wie wird das sein, wenn ich dann noch älter bin und meine Kinder dann im Erwachsenenalter sind, ja. Also man muss sich dann auch noch viel mehr Gedanken über den eigenen Energiehaushalt machen, die gesunde Ernährung. Also man ist fast gezwungen dazu, ob man will oder nicht, weil man ja mit seinen Kindern so viel Zeit wie möglich verbringen möchte, auch wenn sie erwachsen sind. Und da denke ich mir jetzt schon, werde ich so fit sein mit 70, ja? Dass ich dann mit meinen Kindern auch noch die Wanderungen mache, die ich jetzt so gern mache, ja? Ja. Und meine beiden Eltern sind auch relativ alt, ja? Und ich bin auch mit alten Eltern aufgewachsen, die aber immer eigentlich sehr fit waren. Also hast du schon die Erfahrungen quasi gemacht? Ich habe schon. Und kannst du jetzt weitergeben? Ich kann es jetzt weitergeben, ja, genau. Genau. Was sind denn deine Erfahrungen so in der Gesellschaft? Also habt ihr da irgendwie, gibt es da Kommentare oder wie wird das aufgenommen oder wie war das auch so in eurem Freundeskreis? Also die erste Schwangerschaft, da war ich ja 39, das war nur also absolut positiv. Also alle waren total begeistert und also ich hätte, glaube ich, auch nichts Negatives irgendwie in meine Aura hineingelassen, weil ich habe mich einfach so gut gefühlt und habe gestrahlt über beide Ohren und da gab es absolut nichts Negatives. Aber in der dritten Schwangerschaft, also gerade nach dieser Erfahrung mit dem genetischen Defekt auch und mit der Abtreibung, die wir machen mussten, kam dann schon aus der Familie vor allem, also gerade mein Vater, kann ich mich erinnern, der war dann sehr überrascht. Der war überrascht, dass wir uns dann nochmal auf so ein Abenteuer einlassen. Und ich habe auch so von ein paar entfernteren Bekannten so ein bisschen, ja, eine Zurückhaltung gespürt, muss ich schon auch sagen. Meistens ältere Männer. Was meinst du, woran lag das? Ich weiß es nicht wirklich. Also es kann natürlich auch damit zu tun haben, dass wir da noch im Lockdown waren, dass es keine persönlichen Gespräche waren. Das war eher über E-Mail, WhatsApp. Und da gibt's ja auch immer so viele Interpretationen. Ja, es ist immer was anderes, wenn man persönlich mit den Leuten spricht. Ja, weil vielleicht davon ausgegangen wird, dass es ein bestimmtes Limit gibt. Ja, und dann ist es vorbei und dann soll man sich gefälligst auf andere Dinge konzentrieren. Ich weiß es nicht wirklich. Also vielleicht auch in meiner Familie die Angst, dass sowas noch einmal passieren könnte und was das mit uns dann psychisch machen könnte, wenn wir dann wieder so einen Fall haben von einem genetischen Defekt, das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Aber das stimmt, also bei der dritten Schwangerschaft habe ich da auf jeden Fall eine Zurückhaltung gespürt, ja, auch bei einigen Freunden. Es gab dann auch andere Freunde, die gesagt, ja, super, wunderbar und toll. Aber es war ein bisschen anders, das stimmt, ja. Aber es klingt ja eigentlich fast so, als wenn
sich deine Bekannten und Freunde Sorgen gemacht haben und deine Familie, ne, dass sie sich eher vielleicht gesorgt haben, hoffentlich passiert das nicht nochmal und das ja. auch mhm. dieser psychische, das mhm. macht ja psychisch auch was mit einem, auch wenn du gesagt mhm. hast, ihr wurdet wundervoll begleitet natürlich. Und ihr hattet tolle Ansprechpartner, aber natürlich macht das was mit uns Frauen und mhm. Vielleicht war das auch einfach die Sorge, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Also so hab's ich dann zumindest in der Familie auch interpretiert. Und ich habe dann auch die Verwandtschaft beruhigt und gesagt, mir geht's gut. Und natürlich ist dann immer noch so ein Fünkchen Unsicherheit. Ja, das war, möchte ich jetzt auch nicht leugnen, war bei mir natürlich auch. Auch wenn es geheißen hat, es ist alles in Ordnung. Aber es kann ja immer etwas passieren. Ja, nur ich habe einfach gelernt, es hat einfach keinen Sinn, sich dann mit allen Einzelheiten auseinanderzusetzen. Ja, es kann was passieren. Es kann auch was passieren, wenn das Kind schon da ist. Ja, und es kann immer was passieren. Und ich habe dann versucht, so weit wie möglich einfach wirklich da mich auf mich zu besinnen und entspannt zu bleiben und auch diese Sorgen, die zu mir gekommen sind von der Familie, auch auszublenden. Also ich war zum Beispiel auch noch wandern und Bergsteigen im 8. Monat, weil das einfach eine Leidenschaft von mir ist und habe das dann erst die Fotos an meine Eltern geschickt, wie wir da unten waren. Weil ich einfach keine Kommentare hören wollte, wie als schwangere Frau geht man nicht auf den Berg. Wahnsinn. Ich finde, du strahlst es auch aus. Also du hast einfach so eine positive Aura und das kommt auch wirklich bei mir an. Und ich finde das ganz toll, dass du dann auch nicht dieses Wenn und Aber abgewogen hast, weil das ist, glaube ich, das, was viele Frauen machen, egal wie alt sie sind in der Schwangerschaft, kann ich das jetzt wirklich noch machen oder eigentlich habe ich da Lust drauf, aber ich traue es mir nicht so richtig zu oder ich habe da vielleicht Lust drauf, aber es ist eigentlich gefährlich oder ist vielleicht nicht gut fürs Kind. Deswegen finde ich das umso schöner, dass du das einfach alles noch gemacht hast und da gar nicht so an die Konsequenzen gedacht hast oder an das, was passieren könnte. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen, ich meine, man kann das natürlich auch sagen, ich bin naiv und verantwortungslos. Aber ich habe mir immer gedacht, ich spüre ja, also ich bin ja in, das Kind ist ja nicht außerhalb meines Körpers. Also ich und das Kind, wir sind ja eins. Und ich spüre, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich mir zu viel zutraue, dann mache ich ja auch Stopp. Und ich habe ja auch viel geschlafen. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel geschlafen bei meinem Sohn. Mein Mann hat immer schon wieder Witze gemacht, dass jedes Mal, wenn er raufkommt in der Mittagspause, ich schon wieder am Sofa liege. Also sowas nicht, dass ich jetzt da auch dauernd nur aktiv war. Aber ich habe einfach sehr auf meine Bedürfnisse gehört und für mich ist in der Natur sein und Wandern einfach auch was sehr Wichtiges und wir wandern mit den Kindern unterwegs und ja, die sind vorgelaufen und ich bin dann nachgelaufen und habe gemerkt, das tut mir gut und habe da jetzt auch nicht also mich übernommen, aber ja, schon auch ein bisschen anstrengendere Sachen gemacht und habe einfach gemerkt, dass mir das gut tut, auch noch Herausforderungen so zu spüren, weil eine Schwangerschaft sowieso, aber auch die Geburt ist ja dann auch ein bisschen wie so ein Marathonlauf oder eine Bergbesteigung. Da braucht man auch diese Kraft. Und wenn man schon vorher auch diese Erlebnisse hatte, wie das ist, dass man dann auf den Berg geht, dann spürt man auch diese Selbstsicherheit wieder in sich. Man spürt eben, dass man nicht diese, ich zitiere jetzt, diese watschelnde Ente ist, wie das, finde ich, eigentlich sehr wertend in diesem Blog einmal rüberkam, den ich gelesen hatte, sondern dass man stark ist, dass man die Kraft hat und auch die Kraft hat, dann gemeinsam mit dem Kind, ja, das Kind auf die Welt zu bringen. Ja, und es klingt auch auf jeden Fall, als wenn du sehr, sehr verbunden mit deinem Körper bist und auch warst und einfach auf den gehört hast und so ein bisschen auf dein Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, auf das Bauchgefühl. Ja. Gibt es denn jetzt noch etwas, was du anderen Frauen oder Paaren mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also ich möchte auf jeden Fall sagen, bitte nicht irgendwas googeln, wie einfach oder schwierig ist es, mit 40 schwanger zu werden. Also all das, was man da im Internet findet, das bestärkt einen überhaupt nicht, denke ich mir. Wenn man ein Kind möchte, dann muss man natürlich oft mal in die Kiste steigen, das ist eh ganz klar. Man muss seine fruchtbaren Tage kennen, sehr gut kennen, also den eigenen Zyklus kennen, sich gesund ernähren und wenn das alles da nicht hinhaut, sich mal ordentlich durchchecken lassen, ja, beim Arzt, also Schilddrüsenhormone, irgendwelche Mineralien, die fehlen, das ist auch alles sehr wichtig. Und daneben muss man natürlich auch sagen, jede Frau hat natürlich, und das ist individuell, auch eine Anzahl von Eizellen. Also man kann das jetzt nicht grundlegend so sagen, wenn man sich genug gesund ernährt, dann haut das auch schon bei jeder hin. Aber es ist eine Grundvoraussetzung. Und je besser man sich den eigenen Zyklus kennt auch und mit sich in Kontakt ist, glaube ich, desto einfacher kann das gelingen, ja.
dass man einfach immer wieder auf seinen eigenen Körper hört, aber dazu natürlich die Kontrollen macht und zumindest einmal physiologische Gründe ausschließen kann, ja, wie zum Beispiel eine unentdeckte Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, das ist so der Klassiker. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und das Abenteuer fängt ja dann erstmal an, wenn die Kinder da sind. Ja, also Schwangerschaft ist ja eine Sache. Ich arbeite da für mich selber gerade an so einem Buchkonzept, wie man mehr Energie haben kann auch und Zeit als Elternteil. Und sozusagen das ist ja nur der erste Teil, ja, dass man mal schwanger wird und dann, wenn die Kinder da sind, das ist ja noch eine zweite Sache. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, ja, traut euch auf jeden Fall. Also wir sind überglücklich, dass es geklappt hat und es kommt ja dann auch die Energie zu einem. Ja, also das ist ja etwas, was die Kinder geben einem ja dann auch wieder Energie. Sie nehmen Energie, klar, aber man bekommt dann ja auch Energie und ja, ich würde nicht zu viel recherchieren und nicht zu viel da auf irgendwelchen vielleicht Blogs, die einem dann sagen, es gibt nur eine einprozentige Chance, was man da immer wieder liest. Ich glaube nicht, dass das einem weiterhilft. Und ja, positiv bleiben und genau, sich dem Leben hingeben, der Lust hingeben. Das hast du sehr schön gesagt. Und natürlich auch Selbstvertrauen und Vertrauen in unseren eigenen Körper. Körper, genau. Absolut. Das ist auch noch was, genau. Selbstbewusstsein und Vertrauen in den eigenen Körper. Ja, ganz genau. Ganz, ganz wichtig. Genau, weil das brauchen wir danach, wenn die Kinder dann da sind, noch mehr, umso mehr. Definitiv, definitiv. Und genau. Du hattest gerade was von deinem Buchkonzept erzählt. Ja, genau. Das klingt ganz spannend. Und wenn du soweit bist und dein Buch erschienen ist, dann musst du dich auf jeden Fall hier nochmal bei uns melden. Ja, werde ich machen, genau. Also ich hoffe, dass ich genug auch Material jetzt für mich auch sammle und von Eltern, mit denen ich spreche, sammle, wie man das auch stemmt und schafft, auch für sich dann genügend Zeit zu haben und für die Entwicklung der eigenen Kreativität. Das kommt ja dann immer, geht ja ein bisschen immer unter. Dann glaubt man, es muss sich alles aufs Kind konzentrieren, aber man bleibt ja trotzdem weiter die Person, die man ist, mit all seinen Leidenschaften und Interessen. Und ja, das versuche ich gerade auch für mich so rauszufinden und werde mich auf jeden Fall sehr gerne melden. Ja, auf jeden Fall, weil dann können wir dazu auch gerne nochmal einen Podcast machen, finde ich, ist nämlich auch ein ganz interessantes Thema. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch und wünsche dir und deiner Familie in Belgien alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank, Emil. Das war wirklich ganz, ganz toll, hier zu sein. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema spätes Mutterglück, bewusste Entscheidungen für ein Kind mit über 40. Ich fand es so toll, dass ich heute so ein positives Beispiel hatte, wie das Leben passieren kann. Und Margarete und ich, wir sind uns aber auch einig und auch bewusst darüber, dass alle Körper unterschiedlich sind und dass wir an dieser Stelle nicht pauschalisieren können. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.